Ja. Ah nein, ich hab's gerade noch so überlebt. Ja, gut so, machen Sie mich nicht fertig. Sie sind am anderen Arsch der Welt, ich bezweifle, dass Sie sich festmachen. Am anderen Arsch hat die Welt zwei? Ja. Das weißt du nur noch nicht. Ich hab mich verlaufen. Wird man eigentlich diese Kids da draußen rumblöken? Was für Kids? Alles klar, gut. Ich hab mich verlaufen. Ich bin an einer Stelle, die gar nicht so aussieht wie irgendetwas, was ich kenne. Das ist mein Ernst. Mein Lachen ist auch mein Ernst. Ich frage mich, ob du dich irgendwie zu mir TP'en könntest. Hab ich versucht, geht nicht. We do not have permission. Und hier ist Gras, einfach auf dem Boden. Nein, wirklich, also nicht Gras, sondern... Ja, nee, ich hab gelacht wegen dem... You don't have permission. Ja, aber das heißt, dass du auch keine hast. Wer weiß, vielleicht bin ich VIP. Ja, natürlich bist du VIP. Schafe und Kühe, warte kurz. Was soll er jetzt mit den Schafen und den Kühen anfangen? Ich will es gar nicht wissen. Du willst es nicht gar nicht wissen, sondern du wirst es nie erfahren. Ja, das ist also das nächste dazu. Wie abgefuckt sieht das denn hier dann aus? Worum ist hier... Keine Ahnung, spring in Lava und erzähl es mir. Spring in Lava und erzähl es mir. Oh mein Gott. Das muss natürlich auch gerade sehr niedlich ausgesehen haben. Wie ich hier schön unbehelligt graben habe und dann plötzlich vollkommen zusammengezuckt bin. Weil irgendein Zombie angefangen hat rumzugurgeln. Toll. Und ich bin natürlich draufgegangen. Was findest du auch in Lava? Könnte ich mich jetzt... Lege ich mich wahrscheinlich für das restliche Let's Play auf. Das ist zu Recht, weil bist ja auch nur du alleine dran schuld. Und da ist auch so viel Schlimmes dabei passiert. Dein Bogen ist weg. Und wow, ich kann mir einen neuen machen. Du heust jetzt gerade die ganze Zeit rum, ich bin in Lava gefangen, bin tot. Ich bin glücklich, das war Ausdrücke der Freude, das hast du sonst gehört haben. Ich nörgel gerade rum, dass ich mich verirrt habe. Und hier sind lauter Kühe und Schafe. Er tötet die Kühe, gibt Leber, kann man sonst umbauen. Stupst auch nicht mehr so schnell. Oh, Gold! Nein! Ich hab kein Eisen dabei. Also keine Eisen. Okay. Spitzhacke. Hast du eine Eisenspitzhacke? Hast du überhaupt eine? Ja. Puh, dann baue ich mir jetzt hier einen Firnens hin und alles. Nein, ich hab nicht genug Holz. Für eine Bench. Scheiße. Hate it. I hate it. Ich mute mal mein Mikro. Ja, gucken wir uns hier die Kohle und versuchen uns den Ort hier zu merken und kommen wir nochmal zurück, auch wenn Gold sowieso für den Arsch ist. Ich habe hier gerade die übelste, beste Stelle entdeckt, die es überhaupt gibt im ganzen Spiel. Was ist da los? Das ist mein Ernst. Ich mach hier mein Home. Und wie kommen wir in die Stadt zurück? Wir können einfach wieder zurücklaufen. Weißt du denn, wo die Stadt ist? Okay, vergiss es. Wie machen wir das dann jetzt? Wir bräuchten noch einen dritten Mitspieler. Ja, oder müsste er dann trotzdem was zu dir finden? Oder der macht das Home. Ja, genau. Scheiße. Och, das nervt mich jetzt sehr stark, dass ich hier nicht runterspringen kann. Es ist ein gigantisches Loch. Wirklich, ein gigantisches Loch und unten ist Lava, Wasser, Wasser, Lava. In der Reihenfolge. Das muss ja höchst interessant aussehen. Mir egal, ich spring nach unten. Ich spiel kann mich. Wow, ich habe hier jetzt deswegen die übelsten Lags. Die Wassereffekte sind so stark. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Abgesehen davon, dass Merel 27 verreckt ist. Nee, was ist dir aufgefallen? Dass du nicht aufnimmst? nein, oh. Viel besser. Das hier ist Fackel. Aufnehmen. Nein, hier sind Fackeln. Hallo Creeper. Ja, aber bei mir sind Fackeln, Mann.
Wir waren ja, hier vielleicht schon. Vielleicht war ich da schon. Nein. Und wenn doch, dann werde ich dich töten. Noch ein Creeper. Geht's noch? Übrigens, ich habe kein Essen mehr. Beziehungsweise kein gekochtes. Und natürlich nur 1,5 Herzen. Ist klar. Ein Schaf. Da unten. Hallo Schaf. Reingesprungen hast du. Ja. Das sind Fackeln. For no reason. Und so. Irgendwas gehört. Obwohl, das warst hundertprozentig du. Hier ist Cobblestone in einer sehr menschengemachten Anordnung. Ja, wenn da Fackeln sind. Naja, ich habe im Singleplayer schon Dinger gesehen, da gibt's auch keine. Also, da gab's auch schon Fackeln. Die Frage ist, platzierter Cobblestone? Weil dann war ich's nämlich nicht. Weil ich hab keinen Cobblestone, nachdem ich den in die Lava geschmissen habe. Ja, da sind 3 Steine Cobblestone. Vor allem, du kannst die gar nicht suchen. Doch, hättest du schon machen können. Das hättest du wirklich sein können. Aber ich höre hier gerade mit Zombies. Vielleicht bin auch ich das. Ja, natürlich. Ich höre aber auch gerade Zombies. Ja, das war ich gerade. Und eine Spinne. Ich geh jetzt einfach den Fackeln entlang. Oh. Ich meine, ich hab kein Schwert und so ein Scheiß. Und 1,5 Herzen. Und wahrscheinlich hast du auch noch Hunger. Ja, sowieso. Also bist du quasi wieder tot und da irgendwo ist ein Zombie und ein Skelett und ich drauf. Hab ich das Gefühl. Also ich hab 7 Raw Beef. Ja, das ist aber doch Verschwendung, das... Oh, ein Dings da. Gehen die eigentlich auf dich los, weil... Eine Spinne. Eine Spinne und dieser Typ, der dich tötet, wenn du ihn anguckst. Ein Enderman. Ja, genau, ein Dings da. Also, komm, ihr verarscht mich, oder? Oh, mit dem Headset hört sich das sehr, sehr ungut an. Ich sag's dir. Techno Toys, was? War das die Antwort auf eine Frage? Ich bezweifle es. Ich kenne keine Frage, die Techno Toys als Antwort hat. Was hat Voss 1991 gerade als letztes im Chat geschrieben? Gar nichts. Ich werde von Spinnen angegriffen. Das ist gut. Spinnen. Doch, von Spinnen angegriffen werden ist gut. Du das so fühlst? Vor allem, wenn sie dich falsch schaden, selbst sterben. Dann gibt's auch keine EP. Toll. Hier ist der Enderman. Ich komm nicht mehr rauf. So, nachdem jetzt auch nachher gleich meine Spitzhacke weg ist. Werde ich mich wohl dann mal zurück TP'en dürfen. Nein. Oh, ich kann mich ja TP'en. Gut. Mist. Home, me, Germany. Okay. Ja, dann mache ich das auch mal. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich jemals da wieder hinkommen sollte, aber egal. Ist eigentlich die Tür abgeschlossen? Welche Tür? Die ich gerade geöffnet habe. Du hast Türen aufgemacht? Die da? Ja? Nein, gerade ist sie offen. Bitte sieh zu. Ich meine abgeschlossen im Sinne von kein anderer. Kann... Nein, ich nicht, weil ich keine Ahnung habe, wie man das macht. Was ist los? Und der Framerate ist gerade hin. Ja, das hatte ich kurzzeitig auch. Das hat sich nach einiger Zeit wieder gelegt. Was für eine Zeit, bitte? Ich habe wirklich eine Framerate von 1 bis... 10 Sekunden? ...sagenhaften... 7 gehabt.
gehabt, das heißt jetzt ist wieder besser. Bei 18, also. Das geht doch. Ist auch nicht so, wie man irgendwie einen Bumpab gewinnt. Doch. Ich eine Framerate von 18 hätte, oh, ich würde vor Freude springen. Ist klar. So. Das einzig Vernünftige mache ich jetzt. Das einzig Vernünftige. Tötest du dich selbst? Nein, viel besser. Ein Bett. Ich habe immer noch kein Holz. Nein. Gut, dass hier oben eine Treppe ist, die nach unten führt. Ha! Irgendjemand hatte nämlich die kluge Idee, hier in der Treppe hinzubauen. Also eine Leiter. Hast du noch Holz? Vielleicht. Was macht denn der hier? Chill. Nein, ich mein, der Typ. Der Typ? Vorhin den Scheiß in den Chat geschrieben hat. Ach so, cool. Piss dich. Was denn doch? Was denn doch, Mann? Mein Gott. Nö, will den nicht lassen. Ich mag andere Menschen nicht. Ich bin ein Soziopath. Das weiß ich. Stell dir vor, wie heißt der Part? Besuch aus der Außenwelt. Minus. Ja, negativ halt. Also. Ja, aber für eure Frage. Das ist eine Frage, ob wir irgendwas gesehen haben. Eine Terrasse. Achso, nein. Nie gesehen. Ach komm. Aha. Gut, ich. Hast du ein. Mel, lass ihn doch einziehen, Mann. Das ist ein Affe! Okay. Na und? Und wir haben oben einen Chunk. Lass ihn doch. Mein Gott. Sei doch nicht so fair. Na? Sei doch nicht so in dich gekehrt. Ich bin ein Soziopath. Punkt. Gut, gib mir eine Spitzhacke. Kann ich töten? Nein, ich will mir ein Loch bauen. Für dein Bett oder was? Ja. Ich kann mir nur meine kaputte geben, da. Jetzt antworte dem Affen doch mal. Ich hab gesagt, nein! Achso, also einziehen. Einziehen kann er von mir aus hier. Was tust du? Hat er verfolgt, doch. Naja, reicht für mich. Ach, das gibt's doch gar nicht. Hast du Eisenerz? Nein, das ist alles beim großen Brand von Salem draufgegangen. Bleib mal vor mir stehen, damit du das Fleisch kriegst. Wobei, ne, ich tue dir in die Truhe rein, dein Steak. Danke sehr. Ja, ist in der Truhe drin. Ich brauch eine Spitzhacke. Ganz im Ernst, ich brauch eine Spitzhacke. Was haben wir denn noch so? Sollst du nämlich jetzt vielleicht ja schreiben, oder? Obwohl, hast du doch schon. Ja. Wie er inzwischen ist, er guckt. Süß, wir haben ein Haustier. Ah, Ü kennt er, aber SZ kennt er nicht. Kriege ich meine Spitzhacke, so, bitte? Ich soll dir eine Spitzhacke bauen. Wartest schon eine Ewigkeit drauf, oder? Aber ja. Sticks? Außer die? Ja. Aus was willst du denn eine Spitzhacke, bitte? Aus Eisen, gleich?
Eisen oder Stein? Eisen. Weiß. Also, ich glaube, das hat er falsch verstanden. Ja, hat er. Ich meinte, wenn man die Leiter raufklettert, kann man ja auf der entgegengesetzten Seite noch den Stein weghauen. Ich dachte, da kann er sich einen Raum anlegen. Ist ja immerhin ein Affe. Oh, das ist so ein.